Lieben und herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und ich habe mit WW schon 10 Kilo abgenommen. Ich glaube, in den letzten Monaten gab es echt viele Vermutungen bezüglich des neuen Programms. Und tada, es gibt ein neues Programm. Wer hätte das erwartet? Überall bei Facebook und überall waren mega Vermutungen und sonstiges, was es sein könnte. Ja, und ich habe euch das Ganze mal jetzt gedacht, mache ich euch mal als Video, dass ihr das auch mal sehen könnt, was denn jetzt so passiert Neues oder was ihr denn so mit eurer App noch anfangen könnt. Also keine Sorge, ihr könnt, wenn dann, einfach nur umswitchen zu dem Programm und verliert da nichts und müsst irgendwie was neu kaufen, großartig oder so. Deswegen würde ich sagen, machen wir das Ganze mal ein bisschen klarer. Und zwar handelt es sich um Farben diesmal. Wir haben lila, wir haben grün, wir haben blau. Was sagen uns diese Farben? Also diese Farben heißen eigentlich, dass ihr viel, viel flexibler seid, denn es heißt ja jetzt mein WW. Früher hieß es WW Freestyle. Mein WW heißt einfach, dass viel mehr ja so auf eure Bedürfnisse wirklich eingegangen wird. Das heißt, nicht nur so, wir verallgemeinern alles, sondern es gibt wirklich drei verschiedene Wege. Das heißt, es gibt drei verschiedene Abnehmgruppen und es gibt natürlich viel, viel mehr Leute, die irgendwo rauf besonders gut abnehmen oder sonstiges oder besonders schlecht halt auch einfach. Ich glaube, das war auch so das Ding, was man viel gehört hat, dass viele durch diese kompletten Zeros nicht mehr so gut abgenommen haben, weil sie davon einfach zu viel gegessen haben. Jetzt gibt es halt wirklich Ausweichmöglichkeiten. Zu dem Programm. Ich würde sagen, ich erkläre euch das Ganze anhand dieses blauen Programms erstmal. Das ist im Prinzip das, was ihr vorher auch kanntet. Also dieses Freestyle, ja, ne? Da habt ihr 200 Zero-Point-Foods. Ich habe hier meine kleine Broschüre, weil ich mir das auch noch nicht so ganz merken kann. Und ihr habt mindestens 23 tägliche Smart-Points. Je nach Gewicht, Alter, Größe und so weiter wird das natürlich bei euch berechnet, wenn ihr die App kauft oder wenn ihr halt ins Treffen geht, machen die das auch persönlich, die Coaches. Solltet ihr noch kein Mitglied sein, verlinke ich euch hier gerne mal in diesem klitzekleinen Dreieck einen Link, worauf ihr klicken könnt, da habt ihr direkt das neueste Angebot parat. So, bei diesen blauen Smart Points hält es sich halt einfach so die Waage. Das heißt, ihr könnt, ihr habt halt so die Hälfte an, kann man das sagen, die Hälfte an Zero Points, die Hälfte an normalen Points. Merkt euch das mal, ich zeige euch gleich die Tabelle. Es gibt dann aber auch noch die grüne Möglichkeit. Und zwar sind das dann nur noch 100 Zero Points, wenn wir hier gerade so bei der Hälfte waren. Wir haben nur noch 100 Zero Points, haben aber dafür mindestens 30 tägliche Smart Points. Hört sich schon mal sehr, sehr gut an, aber dafür habt ihr halt weniger Zeros. Erkläre ich euch aber gleich alles noch genau. Dann habt ihr noch die lila Variante, bei denen ihr hier oben bei den Zero Points seid, denn da habt ihr 300 plus Zero Point Lebensmittel und halt so einen kleinen Ansatz nur noch an Smart Points. Das wären hier täglich mindestens 16 Smart Points. Ich zeige euch aber gleich alles, was es zu bedeuten hat mit diesen Zeros und so weiter und so fort. Denn es gibt natürlich eine ganze Menge, was so neu gekommen ist. Ich erkläre euch das einfach anhand des blauen Programms, was bisher so war. Ich glaube, das kennen die meisten. Und erkläre euch dann, was es dann so für Veränderungen gibt zu den anderen Programmen. Bei Blau ist es so, dass wir dabei hatten zum Beispiel Hähnchen als Zero, ne? Wir hatten Skier und so weiter und so fort. Jetzt haben wir halt, bei Blau ist es alles gleich geblieben. Wir hätten aber zum Beispiel in diesem grünen Programm, wo wir ja, Moment, ich muss nochmal kurz gucken, weniger Zeros haben, aber dafür mehr Smart Points, da könnt ihr natürlich gucken. Bin ich vielleicht nicht so der Obst- und Gemüseesser, dann kommt ihr natürlich mit mehr Smart Points besser weg, als wenn ihr zum Beispiel ein anderes Programm nehmt. Das müsst ihr für euch entscheiden. Oder aber habt ihr vielleicht gesagt so, ich esse zu viele von diesen Zeros und muss mir das eigentlich so ein bisschen eintragen. Muss man selber für sich entscheiden, also welches Programm da so das Richtige ist für einen. Da könnt ihr immer noch Gemüse, Obst, viele Sorten, ich darf euch nicht alles nennen, wisst ihr, ne? Weil ihr sollt das Programm natürlich auch kaufen. viele Sorten umsonst, also als Zero-Point-Lebensmittel essen. Ihr könnt, das ist glaube ich sogar alles tatsächlich, die ihr dabei dann als Zero habt. Was ihr ja bei Blau zum Beispiel auch halt an Eiweißprodukten hat, das Hähnchen und sonstiges, beziehungsweise Skier und ich glaube auch 0,1er Joghurt und sowas. Das hättet ihr jetzt im Blau wieder. Dafür habt ihr natürlich im Blau wieder ein bisschen weniger Smart Points. Denn es sind ja auch Kalorien. Also wir rechnen ja immer alles in Punkten, damit es sich vereinfacht ist, damit ihr nicht alles abbiegen müsst und sonstiges.
Aber es sind halt Kalorien. Und das wird von Weight Watchers halt auch mal gesagt. Ja, klar sind es Zero Points, aber ihr dürft euch jetzt auch nicht überfressen damit und 10 Eier und so essen für 0 Punkte. Also wirklich so, dass ihr satt seid halt wirklich, Leute. Genau, das ist halt so dieser Unterschied zwischen Grün und Blau. Jetzt haben wir natürlich das Lila noch, wo ich sagen muss, ich glaube, ich werde darauf umswitchen. Erst habe ich gedacht, boah, bleibst du bei deinem Blauen, da kennst du alles und ne, musst dich nicht wieder umstellen. Aber Lila hört sich schon sehr verlockend an, Leute. Denn bei Lila habt ihr 300 Zero Points, Lebensmittel ja umsonst, ne? Also für Zero. Habt aber da auch bei unter diesen Zeros nicht nur Gemüse, Obst, Eiweißprodukte, die wenig Fett haben, sondern Vollkornprodukte. Das heißt, ihr habt zum Beispiel einen Vollkornreis mit da drin, ihr könnt Kartoffeln für Zero Points essen. Vollkornnudeln glaube ich nicht, oder doch? Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber Vollkornreis, Quinoa, also all sowas, was natürlich ein bisschen mehr Geld kostet. So Reformhausprodukte. Ich glaube, Dinkel wie Reis und sowas ist mit dabei. Müsst ihr, wie gesagt, in eurer App dann einfach mal reinschauen. Aber habt dafür nur noch 16 tägliche Smart Points. Das heißt, wenn ihr jetzt natürlich eine Scheibe Brot oder so esst, habt ihr natürlich nicht mehr so viel über, ne? Also für den restlichen Tag. Allerdings ist das für mich persönlich, meiner Meinung nach, glaube ich, die beste Möglichkeit, um einen gesunden Lebensstil zu führen, wenn ihr wisst, was ich meine. Denn ich habe halt wirklich fast alles als Zero und kann mir selber so, ja, irgendwie so einen gesunden Lebensstil einprägen, sondern zähle nicht immer nur, sondern weiß, ach, das ist gesund. Und es geht halt nicht so in diese krasse Low-Carb-Schiene, die es ja mittlerweile war. Ging auch, okay, man konnte, wenn man wirklich den Tag über sich viel aufgespart hat, auch Kohlenhydrate essen. Aber so ist es, glaube ich, eine entspanntere Variante, muss ich sagen. Und ich denke, ich werde darauf umswitchen. Ich werde auf jeden Fall mal berichten, wie das klappt. Ihr könnt auch wechseln. Also ihr müsst jetzt nicht sagen, boah, ich nehme jetzt das Programm, muss dann für immer dabei bleiben. Ihr solltet so 2 Wochen durchhalten, weil sich dann euer Körper halt einfach umstellt, so ernährungsmäßig. Falls ihr sagt, boah, nach den 2 Wochen, ich komme mit diesem Programm gar nicht klar, nehmt einfach das andere oder, keine Ahnung, fragt euren Coach oder könnt es in der App wohl auch irgendwie einstellen. Die habe ich leider noch nicht. Ich habe das Video nämlich vorgedreht. Aber das Ganze darf ja erst am 11.11. öffentlich gemacht werden. Deswegen habe ich gedacht, ja, machst du das Ganze schon mal einfach. Und ja, es gibt ja auch echt super leckere Rezepte. Ich bin mir jetzt gerade halt einfach nicht sicher, ob ich euch das zeigen darf. Deswegen lasse ich es einfach. Ihr habt auch die Möglichkeit, süße Kartoffeln zum Beispiel für die Punkte zu essen. Die liebe ich ja zum Beispiel in meinen Brownies. Bei Instagram findet ihr die. Ich verlinke euch das Ganze mal hier natürlich. Spiegelverkehrt. Da kommt ihr zu meinem Account und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir folgt. Und da gibt es ganz, ganz viele Weight Watchers und ja, SEO-Rezepte, denn ja, viele machen das halt auch einfach und dann gebe ich halt einfach die Punkte an von den Rezepten und die Kalorien, damit auch jeder glücklich ist damit. Ich habe auch gehört, viele verbinden es sogar. Ja, das dazu. Ich habe schon ein paar coole neue Rezepte auf jeden Fall gefunden und freue mich jetzt schon mega, das auszuprobieren einfach. Ich glaube, das wird eine richtig coole Sache. Ich habe erst so gedacht, was bringen die jetzt als nächstes? Und damit habe ich halt gar nicht gerechnet, dass es auf einmal wirklich so diesen Weg für verschiedene Menschen gibt einfach. Keine Ahnung, der eine nimmt halt so besser ab, der andere nimmt low-carb-mäßig besser ab oder keine Ahnung. Vielen hat dieser Sattmacher von früher gefehlt, ich kannte den gar nicht mehr. Das war wohl irgendwie aus dem alten Programm noch und da konnte man wohl Nudeln und so weiter alles für, ja, als Sattmacher einfach essen. Keine Ahnung. Was noch neu ist, es gibt Extras. Das heißt, es gibt so Toppings zum Beispiel, keine Ahnung, ein Teelöffel, was war das, Kokosflocken oder sonstiges irgendwie, wo ihr wirklich dann immer nur einen Punkt pro Teelöffel rechnen müsst und nicht gucken, abwiegen oder sonstiges. Die sind halt wirklich fest. Ihr könnt, ich habe gelesen, die Fitpoints könnt ihr verbrauchen. Das ist immer die Frage von ganz, ganz vielen. Ja, also man muss sie nicht verbrauchen. Man kann sie aber verbrauchen, teilweise steht aber auch dabei. Das heißt, keine Ahnung, ich kriege zum Beispiel ziemlich viel, ich mache ja Kraftsport, also Krafttraining im Fitnessstudio. Dafür bekommt ihr sehr, sehr viel Fitpoints gut geschrieben. Das heißt, ich würde die gar nicht alle veressen, weil ich bekomme, glaube ich, für 60 Minuten, ich weiß es nicht, das wird auch wieder nach Körpergröße und so weiter ausgerechnet. Ich glaube, ich bekomme 8 Punkte oder so dafür gut geschrieben, ich weiß es gar nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge, wenn du guckst, irgendwie im Gegensatz zu dem 8
Punkt oder 6 Punkte, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie, ich mache dann noch immer 20 Minuten auf dem Crosstrainer, dann bekomme ich nur einen Punkt für. Also Krafttraining, Leute, solltet ihr mal versuchen. Ich habe am Anfang ja auch, wer mich kennt, ohne Sport komplett Weight Watchers gemacht, habe damit aber auch gut abgenommen. Aber mir bekommt es so besser, gerade weil ich meine Cheat Days ja beibehalten will. Das heißt, ich lebe ja nur montags bis freitags circa von Weight Watchers, mit Weight Watchers. Und am Wochenende esse ich dann halt wirklich, was ich möchte. Verbraucht dafür aber diese Punkte halt nicht, diese Wochenextra Punkte. Und deswegen, also bis jetzt musste ich noch nicht an meine Fit Points gehen, aber die summieren sich natürlich für meine Cheat Days und ich nehme dadurch dann trotzdem wieder gut ab. Und das kommt mir dann einfach sehr zugute, muss ich sagen. Weil so ganz ohne könnte ich halt einfach nicht, weil wir einfach viel eingeladen sind oder essen sind oder sonstiges. Ihr kennt das, Mädels, oder? Oder mal feiern gehen will oder sonstiges. Genau, so handhabe ich das dann einfach, ja. Und die Fit Points könnt ihr halt, wie gesagt, ihr könnt euch die in die App eintragen, der rechnet euch das auf euer, wie gesagt, Gewicht und so weiter um. Und dann entscheidet ihr selber, verbrauche ich die nicht. Ihr müsst es einfach austesten. Ihr könnt die auch komplett veressen und guckt einfach, nehme ich trotzdem ab oder nehme ich nicht ab, dann solltet ihr es natürlich sein lassen, ein bisschen reduzieren oder sie halt gar nicht anrühren. Das müsst ihr für euch entscheiden. Ich glaube, das war es soweit zum ersten Programm. Ich blätter hier nochmal so ein bisschen durch. Hier ist noch eine Einkaufsliste. Das bekommt ihr alles dann, denke ich, sobald ihr euch für das neue Programm entschieden habt, beziehungsweise in eurem Treffen. Kann ich euch auch nur empfehlen, Treffen. Im Moment bin ich da so ein bisschen schluderig, weil ich jetzt im Urlaub war und durch den Sport tatsächlich viel, viel weniger Zeit habe irgendwie, weil ich natürlich auch viermal die Woche gehe. Deswegen habe ich da so ein bisschen den Anschluss im Moment verloren. Ich kann es euch aber wirklich nur empfehlen und ich habe mir vorgenommen, ab dem 11.11. gehe ich auch wieder. Denn 11.11. ist ja heute, genau, heute ist ja mein Treffen dann. Mal kurz so ein bisschen vorspulen. Denn es hat mir doch schon sehr viel Motivation gegeben und vor allem diese Kontrolle auf der Waage. Mich kontrolliert jemand und ich mich nicht nur selber. Deswegen werde ich da auf jeden Fall wieder hingehen. Und es ist auch immer ganz nett, mit allen da zu quatschen. Ihr könnt eure Produkte da kaufen, wenn ihr zum Beispiel nicht so gut an Weight Watchers Produkte kommt. Im Supermarkt gibt es ja so vereinzelt schon mal welche, aber da gibt es halt alles so. Also zumindest bei unseren, in unserem Workshop gibt es also jede Möglichkeit an Snacks und sonstigen und so weiter. Also zu kaufen oder auch zum Kochen. Bücher und alles Mögliche. Ihr könnt da auch einfach so reingehen, auch selbst wenn ihr kein Teilnehmer von so einem Workshop seid. Ihr könnt da auch so shoppen gehen. Guckt einfach in eurer App. Ich glaube, das haben viele noch nicht gefunden. Da ist immer so ein kleiner Button drin, Workshop, glaube ich. Da könnt ihr suchen, wo ihr einen in der Nähe habt. Guckt euch die Zeiten raus, die stehen direkt mit dabei und könnt dann da einfach auch nur shoppen gehen. Ja, so viel zum neuen Weight Watchers Programm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, hier unten findet ihr den Link drin, damit ihr auch teilnehmen könnt. Vielleicht habt ihr einen besonderen Anlass, wozu ihr dünn werden möchtet. Oder einfach nur schon mal ein paar Kilos vor Weihnachten abspecken, denn da kommt ja immer meist was drauf. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mir immer mit einem Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich werde schon gucken beim nächsten Haul. Ihr kennt vielleicht meine Supermarktreihe von Weight Watchers, wo ich echt alle Läden so abgeklappert bin und punktefreundliche Sachen für euch gefunden habe. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen gucken, deswegen würde ich sagen, so als Info für euch, bleibe ich bei diesem blauen Programm einfach. Das ist so der Mittelweg, dann wisst ihr, oh, das ist punktefreundlich oder nicht und ihr richtet euch dann die Punkte selber aus in eurer App. Ich darf die ja sowieso nicht nennen, also von daher Pustekuchen. Zählt also alles noch. Ich verlinke euch die Playlist natürlich auch hier unten drin in der Infobox. Könnt ihr reinschauen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Video. Eure Laura.